Was ein BesucherInnen hier machen und soll, ist alles und nichts. Das hier soll ein Ort sein, in dem man ganz bestimmt nicht weggeschickt wird, sondern das ist ein Ort, in dem man sich Kunst angucken kann, in dem man sich einfach nur ausruhen kann, sich austauschen kann. Es soll denkbar werden, dass alle Parkplätze der Stadt zu Kunsträumen umgewandelt werden könnten. Also, dass wir auch wirklich mit einem bisschen anderen Blick durch unsere Städte gehen und auch Räume anders wahrnehmen. Also wir haben den Parkplatz bespielt zum allerersten Mal in der Geschichte der Berlinischen Galerie, denn die liegt ja in einem wirklich ziemlich speziellen Gebiet, in einem Wohngebiet nämlich. Und die Berlinische Galerie selbst ist ja auch nicht als Museum gebaut, sondern als Glaslager. Das heißt, wir können leider auf keinen lieblichen Garten verweisen. Was wir haben, ist unseren Vorplatz, super interessant, funktioniert sehr gut, und eben unseren leicht brutalistisch anmutenden Parkplatz. Und der wurde durch eine temporäre Architektur eines Architekturbüros hier in Berlin umgestaltet. Ganz einfach umgestaltet, mit recycelbaren Materialien. Aber so umgestaltet, dass der Charakter des Parkplatzes sich total verändert hat. Und man kann eben skulpturale, traditionelle Werke sehen. Man kann aber auch mal eine Performance sehen. Man kann zu Videoscreenings hierher kommen. Also das bietet eigentlich so etwas wie eine Bühne, eine Outdoor-Bühne für die unterschiedlichsten Aktivitäten, die man sich im Kontext von zeitgenössischer Kunst vorstellen kann. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor der Berlinischen Galerie und das bin ich schon seit einer geraumen Zeit. Und mich hat immer ganz besonders interessiert, wie man die Grenzen des Museums überschreiten kann, wie man außerhalb des Museums auch Ausstellungen und Projekte machen kann. Museen gelten nach wie vor noch als Orte, die elitär sind, die eine hohe Schwelle darstellen. Und wenn ein Museum es schafft, auch außerhalb seiner vier Wände ein Projekt zu realisieren, bei dem es das nicht mehr gibt, wo man ganz einfach reinspazieren kann, ohne Eintritt zu bezahlen, um sich hier nur aufzuhalten oder vielleicht auch einen Programmpunkt mitzumachen, dann ist das, finde ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt, auf den ich auch ein bisschen stolz bin. In der Regel findet ja Museumsarbeit eigentlich hinter verschlossener Tür im Inneren von Räumen statt, was auch viele Personen oder nicht wenige Personen davon ausschließt, beziehungsweise ihnen die Zugänge erschwert. Und das ist total toll an diesem Ort, weil er einfach ein öffentlicher Raum ist, zugänglich ist, man kann vorbeikommen, man kann kurz bleiben, man kann lange bleiben, man kann am nächsten Tag wiederkommen, man kann Freundinnen mitbringen und kann hier einfach eine gute Zeit haben. Mein Name ist Christine van Haaren, ich leite hier an der Berlinischen Galerie den Bereich Bildung und Outreach und ich habe zusammen mit meinem Kollegen Nuno in den letzten Monaten am Konzept, an der Umsetzung, an der Durchführung des Projekts gearbeitet, mit besonderem Blick auf Outreach, Bildungsprogramme, also wie können wir hier vor Ort Veranstaltungen machen mit der Nachbarschaft, mit Interessierten. Das ist ja das Besondere auch an der Berlinischen Galerie, dass wir überhaupt eine Nachbarschaft haben. Das geht nicht vielen Museen hier in der Stadt so. Die Nachbarschaft nimmt uns wahr und uns ist sehr wichtig, dass uns die Nachbarschaft nicht als ein Raumschiff wahrnimmt. Insofern gibt es nicht wenige Leute hier in der Nachbarschaft, die auch mit uns verbunden sind. Das konnte jetzt über ein Jahr lang nicht stattfinden und wir freuen uns total, dass das offene Atelier jetzt hier draußen wieder einen Raum hat und wir wieder Programme mit unseren Nachbarinnen machen können. Bei der Auswahl der Künstler haben wir schon darauf Rücksicht genommen, dass die sich auf so eine spezielle Situation einlassen. Und die haben ihre Arbeiten ganz besonders für uns und für diesen Standort hier entwickelt. Und deswegen passt es auch irgendwie alles gut zusammen. Der Parkplatz und die teilweise auch sehr rohen Werke, die hier präsentiert werden und die man auch benutzen kann. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Das ist ein Werk von Daniel Lee, ein brasilianisch-indonesischer Künstlerin. Diese Arbeit heißt Sopro, Hauch auf Portugiesisch. Mein Name ist Nuno Gilberto Rocha, ich komme aus Brasilien, aus São Paulo. Bin seit 2017 hier in der Berlinischen Galerie und seit Anfang dieses Jahres bin ich Kurator und Projektleiter vom Parkplatz. In dieser Töpfe sind Wasser, Zucker und Reis. In dieser Zeit vom Projekt wird sich da bestimmt ein Fermentationsprozess passieren. Auf diese vier Töpfe eine Jutebeutel gefüllt mit Stroh,
Leinsamen und Erde. Diese Stoffe, die das Ganze verbinden, sind auch Naturstoffe, die mit Kurkuma gefärbt sind. Alles in dieser Arbeit verändert sich mit der Zeit und hat einen unmittelbaren Dialog mit der Umgebung. Es kann sehr gut sein, wenn es regnet und wieder sonnig wird und wieder da regnet, dass diese Leinsamen dann sich entwickeln und wachsen. Das heißt, dass am Ende des Projekts ist das dann, haben wir eine andere Arbeit hier, die mit der Umgebung interagiert hat. Und das ist ein schönes Symbol für das gesamte Projekt. Wir haben gesagt, hier ist ein Ort zum alles tun oder nichts tun, die sich entwickelt oder aktiviert durch die Menschen und durch die BesucherInnen. Und genauso funktioniert diese Arbeit. Also das ist ja hier ein soziokultureller Spielplatz in gewisser Weise. Das ist im Grunde so ein riesengroßer Kunstort, wo wir alle Teil werden können des künstlerischen Prozesses, wo wir alle mitmachen können, wo geredet, geschnattert werden kann, wo Workshops stattfinden können, wo der Kiez und die Kulturinstitutionen einander begegnen. Mein Name ist Klaus Lederer und ich bin Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa hier in Berlin. Jetzt, wo Pandemie ist, muss man sich ja was einfallen lassen, weil drin geht ja so viel nicht. Und mit draußen statt macht die Berlinische Galerie als ein Projekt von vielen hier im Stadtraum in Berlin jetzt dieses großartige Projekt Parkplatz. Menschen treffen aufeinander, begegnen einander, Künstlerinnen und Künstler, Ottilie, Normalverbraucherin, Kinder, Jugendliche, die ganze bunte Stadtgesellschaft, all die sollen sich zusammenfinden und sind eingeladen, über den Sommer dann hier und an vielen anderen Orten in unserer Stadt Kunst und Kultur genießen zu können. Denn wir wissen ja alle, ohne Kunst gibt es Berlin so nicht. Oder wäre verdammt langweilig. Wir sind die Kunstwerkstatt der Lebenshilfe und wir machen hier draußen jetzt regelmäßig Workshops. Wir sind quasi Resident Artists geworden in der Berlinischen Galerie. Also wir gehen dahin, wo die Kunst ist. Wir bleiben nicht in irgendeiner Einrichtung und machen bunte Bildchen mit Blümchenhäusern drauf, sondern wir gehen dahin, wo die Kunst ist. Und da, so sind wir in die Berlinische Galerie gekommen und die haben uns dann nicht mehr gehen lassen. Und seitdem sind wir hier. Wie findest du das hier? Ich finde, draußen behalten ist besser als wie drinnen. Ja, warte. Hier. Diese Vorhänge haben eigentlich hauptsächlich aus unserer Sicht den Zweck, eine räumliche Fassung herzustellen. Es gibt Blicke von innen nach außen, von außen nach innen. Und so kann man langsam an dem Ort ankommen, sich zurechtfinden und findet so hoffentlich besser in die Arbeiten, die hier ausgestellt sind und auch in das hoffentlich bald kommende Zusammensein. Also wir sind das Architekturbüro Zionau, Paul, Jan, Tobias, Andriana und Markus, hier aus Berlin. Hier ging es auf der einen Seite darum, unter etwas erleichterten Umständen als jetzt in einem geschlossenen Gebäude einen Raum für Kunst, aber auch für soziales Zusammenkommen zu schaffen und tatsächlich mit sowas wie dem Parkplatz hier, was ja eigentlich eher immer so ein Ort ist, den man schnell hinter sich lässt, den räumlich zu fassen und überhaupt eine Qualität herzustellen, in der man sich aufhalten will und in der auch Kunst ihren Platz finden kann. Das ist eine Arbeit von Susanne Cebato, die hauptsächlich mit Architektur sich auseinandersetzt und erforscht sie als Symbol und Formsprache von Macht im öffentlichen Raum. Ja, es ist auch total anarchisch in dem Sinn, dass wir hier über ein Tor reden, das kein Tor ist, das zu nichts führt, aber vielleicht zu was anderes führt, das aber auch zugeschlossen wird mit einer Kette, die nicht eine funktionierende Kette ist. Das heißt, das deutet schon darauf hin, dass vielleicht auch wie künstlich diese ganzen Regelungen sind und öffnen dann die Möglichkeit für andere Bewegungen in der Stadt. Das heißt, diese Annähern und Abweisen sind alle Themen, die im öffentlichen Raum behandelt werden und die auch hier in diesem Projekt besonders interessant sind, vor allem weil wir kostenlose Tickets haben. Das heißt, es ist frei zugänglich, immer für alle. Und das in einer kulturellen Institution ist ein großer Schritt.
Here for the Berlinische Gallery, I decided to bring a catwalk. I'm Lucas de Hare and I'm a Berliner. So the catwalk is actually inspired by a gay ball that happened in Brazil in the 80s. And it's called the Gay Panther Ball, o Baile da Pantera Gay. When you decide to walk on a catwalk, especially in the terms of the Baile Pantera Gay, it's okay, these are my terms and this is how I want to be seen, instead of how people want to see you. And I think there's something very powerful in that. Ich denke, dass diese Diskussion über Queerness und queere Lesbarkeiten auch mittlerweile in der Kunstgeschichte angekommen ist. Und das ist, glaube ich, schon mal eine ziemlich tolle Errungenschaft, die gerade in den Anfängen steckt, die wirklich noch weiterentwickelt wird. Und ich glaube, dann kann man noch ein bisschen auf weitere Ergebnisse warten. Was wird sich weiter im Stadtraum tun? Und wir können konstatieren, dass die Stadtbevölkerung sehr viel kritischer mit ihrem eigenen Stadtraum umgeht. Und das ist wichtig. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das über den Sommer entwickelt und was wir auch lernen über uns als Museum und was wir über unsere Besucherinnen auch lernen. Also wir wünschen uns vor allen Dingen, dass viele, viele Leute kommen. Und wir wünschen uns natürlich mit den 1,5 Jahren, auf die man jetzt zurückblickt, auch, dass viele, viele Leute gleichzeitig kommen und man hier auch einfach eine gute Party feiern kann.